Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist DJ Asoso und in meinen Videos möchte ich euch mein Wissen und meine Erfahrungen, die ich in den letzten Jahren so sammeln konnte, an euch weitergeben. Und ja, in diesem Video wird es mal um das Thema Moving Heads gehen, beziehungsweise um ein besonders günstiges Moving Head Modell. Diejenigen von euch, die meinem Kanal schon länger folgen, wissen das ganz genau. Eigentlich, Ursprung habe ich auf meinem Kanal primär Technikvideos gemacht. In den letzten Wochen gab es dann auch mal wieder einige Videos rund um das DJ-Dasein drumherum. Ich denke, das war auch wichtig, gerade das Thema Kalkulation und auch das Thema Selbstständigkeit als DJ hat ja sehr polarisiert. Link dazu findet ihr jeweils nochmal unten in der Videobeschreibung. In diesem Video soll es aber um einen Moving Head gehen, den ich hier bestellt habe, gleich zweimal. Und wer den Kanal schon länger verfolgt und ja, weiß, wie ich so ticke, der weiß jetzt auch ganz genau, dass meine Devise nicht lautet, irgendwas Billiges zu kaufen, sondern ich lege sehr, sehr viel Wert auf Qualität, auf gute Verarbeitung und bin da auch gewillt, mal ein bisschen mehr Geld auszugeben. Deswegen dieses Video jetzt mal komplett anders, denn wir sprechen hier über einen verdammt günstigen Moving Head. Und zwar so günstig, dass ich mir schon überlegt habe, okay, wenn der einigermaßen was taugt, dann ist es vielleicht eine Überlegung wert, weil so ein Moving Head kostet ja schon einiges. Ich habe hier meinen alten Moving Head stehen. Ihr seht es schon an der Paketgröße, mal die Kamera hier so ein bisschen drehen. Also der ist deutlich größer als das Paket an sich schon und dementsprechend auch relativ teuer. Das ist ein Stairwell MHX25, natürlich lange kein Premium. Das ist immer noch Low-Budget-Bereich für, ich weiß nicht, roundabout 250, 300 Euro, irgendwie sowas. Das Stück hat das damals gekostet. Habe ich auch schon seit vielen, vielen Jahren, bin ich eigentlich auch ganz zufrieden mit, ist mir nur ein bisschen zu groß und zu schwer immer noch. Und ich bin ja schon lange auf der Suche nach was Leichterem und was Kleinerem. Und billig ist meistens halt auch leichter und kleiner. Und jetzt schauen wir uns das Teil einfach mal an. Made in China. Ist ja klar, schönes CE-Zeichen, wahrscheinlich gefaked. Also mein Tipp hier an der Stelle auch nochmal an euch, wenn ihr euch solche Produkte aus Fernost kauft, lasst die einfach mal vom Elektriker vor Ort noch überprüfen. Werde ich auch tun, also bevor ich, falls ich mich dafür entscheide, den zu verwenden, bevor ich den tatsächlich verwenden sollte, fahre ich mit dem Teil zum Elektriker meines Vertrauens und lasse die Teil einfach mal auf elektrotechnische Sicherheit überprüfen. Und dann ist man auch soweit auf der sicheren Seite. Aber schauen wir uns das Ganze mal an. Zu viel drumherum reden möchte ich gar nicht. Ich bin selbst jetzt sehr gespannt, was mich hier im Paket erwarten wird. Und ja, wenn ich das öffne, sehe ich hier mal direkt eine Bedienungsanleitung. Ich nehme mal die Kamera hier mit hoch. Also Bedienungsanleitung liegt hier drin. Da ist jetzt auch kein Brand drauf. Also der Moving Head ist einfach ungebrandet. Vielleicht, und das ist wahrscheinlich auch gar nicht mal so unwahrscheinlich, ist es sogar so, dass es irgendein Produkt von einem namhaften Hersteller ist, das jetzt hier einfach ohne Brand verschickt wird. Wir haben ganz klassisch ein Kaltgeräte-Kabel hier mit drin liegen und wir haben einmal die Aufnahme eben, die Halterung für eine Traverse, also sprich für die, Mensch, jetzt stehe ich auf dem Schlauch. Ihr wisst schon, was ich meine, für die Schellen, die man dann eben festmacht, um das Gerät am der Traverse zu befestigen. Und jetzt wird es schon spannend, denn wir kommen schon zum eigentlichen Gerät. Und das ist hier eigentlich sehr gut verpackt. Liegt hier in Styropor drin. Ihr seht es schön auf der Kamera hier. Und ist dann nochmal in so eine Folie eingepackt. Ich bin jetzt echt gespannt, was mich da erwartet. Schauen wir uns das mal an. Oha, brutal, wie leicht das Teil ist. Also es ist wirklich super leicht und einfach mal der Handvergleich hier. Also es ist schon sehr klein, sehr schnuckelig, aber packen wir das gute Stück mal komplett aus. Und
Naja, weil ich ja das Ganze auch so ein bisschen vergleichen möchte zukünftig, habe ich mir überlegt, machen wir auch so ein, zwei Kategorien, nach denen wir die Moving Hands da jetzt einfach mal vergleichen. Ich habe ja zum Vergleich hier noch meinen alten hier stehen. Ich rücke die mal hierher, dass man auch beide recht gut sieht. Kamera mal so ein bisschen auf die Seite. So, jetzt haben wir also hier den MHX25 und hier haben wir den Billig Moving Head. Link zu diesem Moving Head hier mache ich euch zu beiden die Links unten in die Videobeschreibung rein. Das hier ist, wie gesagt, eigentlich ein No-Name-Produkt. Jetzt ist aber doch ein Brand drauf. Lixada steht hier drauf. Gibt es bei Amazon, wie gesagt, Link ist unten in der Videobeschreibung drin und kostet, haltet euch fest, roundabout 80 Euro. 80 Euro das kleine Teil hier. Ich denke, das ist schon Wahnsinn. Also, ich meine, wir sprechen ja immerhin von einem Moving Head. Verarbeitung ist soweit, ja, also ich meine, er ist natürlich leicht. Gehäuse ist komplett Plastik. Selbst hier, das würde ich auch, nee, das ist eine Metallplatte und unten hat es, hier unten ist quasi auch, das ist aus Metall hier gefertigt. Die Knöpfe, ja, sind üblich, würde ich sagen. Display hier, das scheint auch, ja, ist so ein übliches Display eben. Die Füße sind auf jeden Fall fest soweit, sind geschraubt auch. Überall Schrauben drin. Die Schrauben sind auch alle richtig versenkt. Also da ist jetzt nicht, dass irgendwann was absteht oder sowas. So macht das für mich schon mal einen recht guten Eindruck. Was ich ein bisschen schlecht finde, ich zeige das jetzt mal hier in der Kamera ein bisschen näher. Ich hoffe, die fokussiert das noch. Na, kriegen wir hin, ja. Also hier quasi in dem Bereich, ich weiß nicht, inwiefern man das jetzt im Kamerabild sehen kann, ist die Verarbeitung von Plastik schon schlecht. Ne? Also man hat jetzt hier auch, hier hat man so einen Abstand dazwischen. Das ist jetzt nicht so professionell gemacht, sage ich mal. Auch hier hinten sieht man so ein bisschen an den Abständen, dass es eben nicht ganz passt immer. Aber ja, ansonsten gibt es ja eigentlich keinen großen Unterschied. Hier haben wir ein Fokusrad hier oben an beiden. Lässt sich hier ein bisschen leichter drehen als hier, das muss man schon sagen, da hakt es so ein bisschen, definitiv, ja. Dreh es mal wieder ganz raus, gucken wir mal. Ja, man kann es rausnehmen, kann die Linse dann auch mal sauber machen. Innen drin hier sehen wir das Gobo. Ganz simple Technik, oben der Motor, der das Gobo dreht und hinten dran auch noch das Farbrad. Weiß nicht, inwiefern man das jetzt auch in der Kamera wieder sieht. Aber das sieht soweit gut aus. Wenn ich jetzt hier mal die Linse rausdrehe zum Vergleichen, ich glaube, die geht hier gar nicht. Doch, müsste auch ganz rausgehen. Nee, die hat eine Arretierung und dann ist Ende. Kann man nicht ganz rausdrehen. Hat mich auch von der Zeit schon mal gestört, dass ich hier das halbe Teil auseinanderbauen muss, wenn ich die Linse mal innen drin reinigen möchte. Also das ist hier, würde ich sagen, fast schon ein Vorteil, dass ich die Linse einfach rausnehmen kann, um die dann auch mal von beiden Seiten zu reinigen. Ansonsten, ja, überschaubar. Viel mehr würde ich da jetzt auch nicht aufschrauben. Das überlasse ich dann meinem Elektriker des Vertrauens. Und am Ende des Videos kann ich euch ja dann auch Feedback geben, ob das Teil elektrotechnisch in Ordnung war. Aber jetzt würde ich sagen, schließen wir die Teile erstmal an. Und zwar werde ich zuerst mal einen Soundvergleich machen. Also verarbeitungstechnisch muss ich natürlich noch ein bisschen was ergänzen. Da ist der hier auch auf einem ganz anderen Niveau. Also das Plastik hier ist überall top verarbeitet. Ihr seht auch hinten, der hat nochmal einen extra Lüfter, während er nur Kühlrippen hat. Und auch insgesamt, ja, die ganzen Nähte, die hier sind, die sind halt hier alle ziemlich ungenau. Und hier ist es alles perfekt und ziemlich genau verarbeitet. Hier hätte ich jetzt auch kein Problem, den einfach mal hier hochzuheben. Bei dem kann man das auch machen, aber wegen Gewicht, weil er so viel leichter ist. Also der ist schon deutlich schwerer. Ich blende euch auch einfach mal
das Gewicht für den kleinen hier ein, und für den großen blende ich es euch mal hier ein, was so das normale Gewicht ist. Hier haben wir auch viel mehr Metall. Also hier ist zum Beispiel innen drin diese Halterung hier, die ist aus Metall, und auch das Gehäuse ist fast vollständig aus Metall. Nur die Blenden außenrum hier in dem Bereich, die sind aus Plastik, aber hier, das ist alles Metall. Und ja, da haben wir hier schon ein bisschen mehr Plastik. Aber nun kommt der zweite wichtige Check, und das ist der Soundcheck. Denn wie viel Lärm machen die hübschen Teile denn? Und da bin ich jetzt auch mal sehr gespannt. Wir fangen mal mit dem alten an. Ich bin mal gespannt, inwiefern man jetzt da auch einen Unterschied hört. Also ich finde, die MHX25 sind schon ziemlich laut. Gerade auf Hochzeiten oder so, während dem Essen würde ich die nicht laufen lassen, würde ich die ausmachen. Und erst, wenn das Essen vorbei ist und es geht in die Partystimmung, dann ist es ja auch im Raum laut genug, sodass man die Moving Heads dann einschalten kann und nicht mehr hört. Jetzt haben wir hier natürlich die auf DMX stehen. Hier mal im Mode mal ein bisschen in so einem Testmodi fahren. So, jetzt haben wir den hier auch laufen. Ihr seht's, da läuft der Punkt auch schon über mich drüber. Und läuft jetzt hier so durch den Raum. Funktioniert einwandfrei. Ja, wie gesagt, ich habe die jetzt schon seit 5-6 Jahren im Einsatz. 2 Stück davon, bin super zufrieden damit. Vor allem machen sie auch wirklich ziemlich hell. Also das ist schon, ja, die haben eine gute Lichtleistung und auch einen recht großen Kegel. Ne? Klar, je weiter der Abstand ist, desto höher ist natürlich das Licht dann, der Kreis, desto größer ist der Kreis. Aber das ist schon richtig gut. Wir hatten den letztens auch auf einer Faschingsveranstaltung im Einsatz, und damit konnte man auch mal so ein bisschen den Weg ausleuchten und so. Das war schon super praktisch. Aber Nachteil, die Linse ist dreckig, und da sehe ich jetzt auch hier wieder, da steht so ein bisschen was ab. Da muss man mal wieder ran, muss das Teil auseinanderbauen. Okay, Soundcheck. Wie gesagt, ich finde den ziemlich laut, und jetzt bin ich mega gespannt, wie sich dieses Gerät anhört. Alter! Hört ihr irgendwas? Also, wenn ihr jetzt zufällig nichts hört, dann ist da entweder der Ventilator kaputt oder er ist leise. Nee, er ist an. Ich merke hier auch ein bisschen Luftzug. Wahnsinn. Okay, der Fokus stimmt jetzt nicht ganz. Hey, Wahnsinn. Also ich bin jetzt wirklich ein bisschen krass. Also, das hätte ich jetzt nicht erwartet. Dass er leiser ist, war mir fast klar, weil er ja hier im Head keinen Ventilator drin hat, sondern gekühlt wird durch diese Kühlrippen. Aber dass er so leise ist, das hätte ich jetzt auch nicht erwartet. Wirklich nicht. Also Wahnsinn. Noch ein paar Daten zu dem Moving Head. Ich bin jetzt gerade echt ein bisschen schockiert, weil damit hätte ich jetzt wirklich nicht gerechnet. Der hat übrigens auch DMX und hat 2 DMX-Modi. Also einmal, ich glaube, einen 11-Kanal-Modus und einmal einen 9-Kanal-Modus. Ja, genau. Kann also mit jeder gängigen DMX-Software gesteuert werden. Werde ich jetzt auch gleich ausprobieren. Ich werde jetzt mal ein bisschen rumtesten mit der ganzen Geschichte. Und ja, dann werde ich das Video mal starten und euch so ein bisschen meine Erfahrungen und ja, meine Eindrücke dann auch sagen, wie ich so diesen Moving Head finde. Aber
wie gesagt, was die Lautstärke angeht, selbst wenn der Lüfter jetzt noch ein bisschen aufdreht, wird er wahrscheinlich immer noch deutlich leiser sein, als es jetzt hier der MHX25 ist. Und vor allen Dingen ist halt klein und kompakt. Ich meine, schaut euch dieses kleine Teil mal an, wie klein der ist und wie leicht der ist. Und gerade für uns DJs auf Hochzeiten etc., wow, ist das natürlich super wichtig, dass die Sachen klein, kompakt und leicht sind. Er mag mich scheinbar. Und ja, jetzt bin ich mal gespannt, wie das Ganze so wirkt, wenn man da mal auch eine Show mitfährt. So, also ich habe das Ganze jetzt mal aufgebaut und ich konnte es mir nicht nehmen lassen, das Ganze direkt mit, ich muss es euch zeigen, Rekordbox Lightning auszuprobieren. Ich habe tatsächlich erstmal überlegt, okay, vielleicht erstmal mit Das Light oder mit Light Rider. Aber nein, ich dachte mir, ich probiere es direkt mal aus. Und das Verrückte ist, man findet die Geräte von Lixada und da gibt es tatsächlich noch mehr Geräte. Ich werde euch alle Geräte mal unten in der Videobeschreibung verlinken. Wenn euch irgendein Gerät interessiert, dann kann ich mir das ja mal bestellen, um das für euch mal zu testen. Ja, wie gesagt, gibt es mehrere Geräte und die sind alle schon in der Bibliothek von Rekordbox drin. Das hat mich verwundert und wenn wir jetzt mal testen, also es funktioniert auch. Die sind alle richtig programmiert. Ihr seht es schon am weißen Licht, ne, funktioniert. Und jetzt wechsle ich mal in den Performance Mode. Ich bin so gespannt. Ja, also wow, ich muss schon sagen, die Teile sprachlos. Ich meine, wir sprechen hier über ein 80 Euro Moving Head. Bewegtes Licht für 80 Euro und rechts daneben habe ich eine Cameo Tripar LED-Kanne. Die kostet 79 Euro oder sowas, oder ich weiß nicht, 73 Euro momentan bei Thomann. Also eine paar Scheinwerfer, der einfach nur an- und ausgeht und ein paar Farben kann und ein Moving Head, der bewegt, das Licht liefert, der verschiedene Gobos hat, der verschiedene Farben hat. Ganz ehrlich, ich weiß nicht, was ich da noch großartig zu sagen soll für 80 Euro. Ich meine, klar, das Teil ist nicht optimal verarbeitet, ja, also man sieht ja schon, dass er nur 80 Euro kostet. Aber ich behaupte, dass der Gast auf einer Hochzeit das nicht sehen wird. Wie lautet also mein Fazit zu diesem Teil? Wenn ich mir die Kreise angucke oder die Gobos angucke, die das Teil an die Wand wirft, dann sieht man gerade nach außen hin schon, dass es nicht immer die mega klaren Kanten sind. Also dadurch, dass man kann natürlich den Fokus noch ein bisschen einstellen, ne? Das verbessert die Geschichte noch ein bisschen. Aber was ich jetzt meine, ist, dass auch die Farben zum Rand hin wirklich minimal verschwimmen ineinander. Und dieser Unterschied ist also wirklich minimal. Es ist so geringfügig, dass ich behaupte, dass es dem normalen Gast nicht auffallen wird. Jetzt hier bei der Farbe Gelb sieht man halt nach außen hin, dass es ein bisschen grünlich schimmert am Rand außenrum. Aber das ist Meckern auf hohem Niveau und wir sprechen hier von einem Moving Head für 80 Euro. Also ich will jetzt keine Verkaufsshow machen. Ich habe die Moving Heads auch nicht zur Verfügung gestellt bekommen. Nein, ich habe die nur bei einem befreundeten DJ gesehen und beziehungsweise der hat mir davon erzählt und ich habe mir gedacht, nee, für 80 Euro Moving Heads, das musst du mal ausprobieren, was das taugt und ob das überhaupt was taugt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin überzeugt davon. Link, natürlich Affiliate-Link, ist unten in der Videobeschreibung. Wäre super, wenn ihr euch die Teile kauft, wenn ihr vielleicht über meinen Link gehen würdet. Einfach, um den Kanal hier auch ein bisschen zu unterstützen. Und ich werde Teile auf jeden Fall behalten und werde die jetzt in mein Setup auch regelmäßig mit einbauen. Ich hoffe natürlich wie immer, dass euch dieses Video gefallen hat. Wenn ja, dann gebt doch bitte einen Daumen nach oben. Abonniert meinen Kanal, falls ihr es noch nicht getan habt. Und ansonsten wünsche ich euch jetzt eine schöne Woche. Bis zum nächsten Video. Ciao!